So ihr Lieben, und da sind wir also mit dem 8. Orden im Gepäck. Und eigentlich brechen wir jetzt auf zur Siegesstraße, aber eben auch nur eigentlich, denn ich hatte es ja angekündigt, es gibt noch ein paar Sachen zu erledigen und eine davon machen wir jetzt, bevor es zur Siegesstraße geht. Denn das passt eigentlich ganz gut rein. Ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine. Hallo? Hallo? Jetzt. Hallo Pikachu, hallo. Total gut drauf, es lacht die ganze Zeit, das gefällt mir. Das ist schön, Pikachu, wenigstens einer von uns beiden. Nö, eigentlich geht es mir auch gut, ich bin eigentlich auch gut drauf. So, können wir denn hier hinfliegen? Nein, können wir nicht. Na, dann fliegen wir nach Azuria City. Und ich denke mal, dem einen oder anderen wird schon dämmern, wohin wir jetzt überhaupt fliegen wollen. Also wo es genau jetzt hingeht, meine ich damit, ne? So, jetzt werden wir erstmal den... Also nicht den, sondern das Glurak aus dem Pokéball holen. So. Und wir kommen auch hier nur über das Haus wieder raus. Ein bisschen lästig. Aber egal. Und hier ist immer noch unaufgeräumt. Hier sieht es aus wie im Saustall nach diesem Überfall. Und in all der Zeit, in all den Tagen, hat sich keiner drum gekümmert. Das ist eigentlich auch eine bodenlose Frechheit. Was sagen die Versicherungen eigentlich dazu? Die muss doch schon längst einen Sachschaden irgendwo aufgezeichnet haben, ne? Die Polizei muss doch auch ermittelt haben. Das ist ja Wahnsinn. Nie und nimmer kriegen die noch Geld zurück. So. Wir wollen aber gar kein Geld. Wir wollen hier hoch. Haha! Denn hier geht's an einen Ort, den ich zu lieben und zu schätzen weiß. Vielleicht haben wir sogar Glück und es kommt gleich mal ein Shiny Carpador. Aber ich glaube nicht. Holla, hier sind sogar noch Trainer. Seht ihr, da können wir gleich ein bisschen trainieren. Gyarados zu trainieren wäre an sich natürlich auch sinnvoll. Ich glaube aber gerade in der Höhle, da ist es eigentlich ein leichtes Spiel für ein Pokémon wie Gyarados. Nidoking, Rasaf, Simsa, ja, oder selbst Glurak, das sind jetzt so die Pokémon, von denen ich glaube, dass es sinnvoll wäre, sie zu trainieren. Glurak an sich, Glurak ist schon sehr stark. Rasaf kommt in der Höhle auch zurecht, Nidoking eigentlich auch. Wir probieren es mal mit Glurak. Wir probieren es schon deswegen mit Glurak, weil ich euch dann wieder was Schönes zeigen kann. Aber wir kämpfen erstmal gegen unseren Freund hier. Du bist also extra bis hierher gekommen. Heißt das, du bist auch ein Maniac? Möchtest du mal meine Sammlung sehen? Nein, bitte nicht. Dankeschön, tschüss, adios. Ich möchte nicht. Vielen Dank. Pokemaniac Mark. Pokemarkiac wird er auch genannt. Und er setzt ein Rehorn. Ein Boden-Pokémon. Wir haben es ja erst vor kurzem besiegt gegen Giovanni und seine Handlanger. Also wäre Gyarados doch gar nicht so verkehrt gewesen. Egal. Mega-Entwicklung. Ich glaube, wir hatten das... Hatten wir das X oder Y? Ich glaube, wir hatten zuletzt das Y. Diesmal nehmen wir eine X-Variante und setzen Drachenwut ein. Warum denn nicht? Glurak reagiert auf... Oh, Leute, hier, guckt euch an. Glurak verwandelt sich zu Glurak X. Oder beziehungsweise Mega Glurak. Bitteschön. Wow. Das hat ja richtig was gebracht. Aber dafür kann der Angriff uns auch nicht so richtig was anhaben. Probieren wir es mal mit einem Flammenwurf. Das haut schon ordentlich rein. Ist nicht sehr effektiv, reicht aber vollkommen, um Rehorn hier aus der Bahn zu werfen. Schön. Und er hat noch einen Schlurp. Schlurp ist ein Normal-Pokémon, wenn ich mich recht entsinne. Ha, nee, ha, waha. Ich tendiere dazu, Rasaf einzusetzen, aber wir wollen ja Glurak leveln, haben wir ja gerade gesagt. Also bleiben wir auch bei unserem Wort und setzen auch gegen Schlurp, das wir zum ersten Mal in diesem Spiel übrigens sehen, nochmal Flammenwurf ein. Ja, und das funktioniert tadellos. Und damit haben wir es schon. Nochmal ein paar XP-Pünktchen dazu. Nur ein paar kleine Pünktchen. Ein Pünktchen, nicht sonderlich viel.
Du hast gewonnen. Naja, macht nichts. Ist auch okay. Nicht schlimm. Zu Hause habe ich noch seltenere Pokémon. Das ist aber schön für dich. Und ich habe hier ein Item gefunden. Es ist ein Donnerstein. Das nehme ich immer gern mit. Weil ich glaube, wir können die Steine nicht kaufen. Oder doch, wir konnten. Na klar, konnten wir die kaufen. Ja, jetzt geht das wieder los. Glurak strotzt nur so für Energie. So, hallo. Ist hier was? Nein. Schade. Hier ist auch nichts außer Wasser. Und das ist es, Leute. Das ist es, da wo ich hin wollte, das Kraftwerk. Nee, nee, nee. Und hier haben wir wieder wunderschönen Soundtrack. Ich mag ihn sehr. Und jetzt können wir endlich wieder neue Pokémon fangen. Wie zum Beispiel hier dieses kecke Voltoball. Hallo? Slimer natürlich auch. Hatten wir erst das Vergnügen. Deswegen brauchen wir das nicht unbedingt. Aber so ein Voltoball, das würde ich schon ganz gerne mitnehmen wollen. Par excellence, meine Damen und Herren. Par excellence. Und es bleibt auch direkt drin. Neues Pokémon beim ersten Wurf. Ach Mensch, wenn es jetzt noch einen Größenunterschied hätte. Aber das macht nichts. Wir haben eine Himbeere, eine Sananabeere. Bekommen fast 500 XP. Das ist vollkommen in Ordnung. Und nicht nur 500 XP, sondern auch ein Level-Up für Simsala. Level 58. Und noch dazu einen neuen Pokédex-Eintrag für Voltoball, das Ball-Pokémon. Man sagt, es tarne sich als Pokéball, um sich zu schützen. Allerdings zerstört es sich schon bei der kleinsten äußeren Einwirkung selbst. Da hatte ich einen kleinen Bug. Genau. Also, Voltoball ist auch so ein Pokémon. Ja, da hatten sich, glaube ich, die Macher auch nicht so viel dabei gedacht. Die haben sich gedacht, ey, lass doch einfach so ein Pokéball als Pokémon machen. Oder irgendjemand hat gemeint, oh, also bei, als die Pokébälle erfunden wurden, hat irgendeiner der Entwickler und Designer gesagt, oh, was ist denn das für ein Pokémon? Und dann hat er gesagt, eigentlich ist es gar kein Pokémon, aber geile Idee, das nehmen wir. So, bei Magnetilo, keine Ahnung, war vielleicht der Hausmeister gerade im Raum und hat gesagt, hier, ich hab da mal noch, muss da mal noch ein bisschen was schrauben hier an der Heizung. Und hatte vielleicht noch Magnete dabei, ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite, ich sag mal Magneton. Also Magnetilo, man hat ja schon Alltagsgegenstände und Tiere sich angeschaut und hat dann gesagt, ey, lass doch daraus ein Pokémon machen. Magnetilo ist, glaube ich, auch so ein Paradebeispiel dafür. Aber hey, ich meine, aus Sachen, was recyceln und neu machen, ist doch super. Jetzt haben wir dafür einen Eintrag für Magnetilo, das Magnet-Pokémon. Es trotzt von Geburt an der Schwerkraft und schwebt auf elektromagnetischen Wellen durch die Luft. Schön, Leute. Schön. Bravo. Nein! Bitte nicht zu viele. Ich möchte das auf ein Minimum beschränken. So viele brauche ich von denen beim besten Willen nicht. Och, nee. Oh nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah! Was ist denn hier eigentlich los? Kann ich mir einen Elektroschock verpassen? Magnetilo übrigens in großer Form. Das nehme ich vielleicht dann doch ganz gern mal mit. Blup, blup, blup. Boing. Und 1, 2, 3, meins. Ah, nun großartig. Ich hätte gerne ein Fabelhaft gehabt. Vielleicht bleibt es ja trotzdem drin. Bitte. Ja. Also ich glaube, wir fahren ganz gut damit, dass wir nur noch mit Hyperbällen arbeiten. Alles andere wäre nervig. 592. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da hatten wir schon bessere Erfahrungen. Ich erinnere nur an Ditto. Das war der Wahnsinn. Du findest einen Top-Beleber, jawohl. Und das Schöne war ja damals, dass man in diesem Kraftwerk Items gefunden hatte und manchmal verbirgte sich hinter dem Item auch einfach nur ein Voltoball oder sogar ein Elektroball, die Weiterentwicklung. Geht natürlich jetzt hier eher schlecht. Was dafür geht, ist ein Kampf. Unter den Trainercoaches steht das Kraftwerk auf Rang 2 der Orte, denen man auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wohin ich eingeteilt werde. Ich mache meinen Job immer gut. Soll ich dir das mal demonstrieren? Natürlich. Ach ja, die Freuden meiner Arbeit. Los geht's. Zeig mal, was du drauf hast. Ich bin ja inzwischen ein großer Fan dieser Coaches geworden. Die liebe Ina, sei gegrüßt. Amoroso. Wasserstein-Pokémon gegen Feuerflug. Ich würde sagen, das ist jetzt eher optimistisch. Ja. Probieren wir es mal mit Y und Schaufler.
N. Bodenattacke gegen ein Stein-Pokémon. Das könnte doch was werden. Außerdem haben wir jetzt mal Amoroso gesehen. Das ist auch nicht verkehrt. Das müssten wir ja noch entwickeln aus unserem Steinchen. Amoroso setzt Hydro-Pumpe ein. Seht ihr, das hätte uns sehr gefährlich werden können. Aber wir sind vorbereitet. Ja, macht ganz gut Schaden. Oh, die Hydro-Pumpe verfehlt. Umso besser. Mich würde ja mal interessieren, wie viel Flammenwurf jetzt genau ausgemacht hätte. Aber sei es drum. Nochmal eine Hydro-Pumpe. Verfehlt natürlich. Dafür sollte jetzt unser Schaufler treffen. Tut er auch. Und Amoroso ist Geschichte. So, was kommt als nächstes? Kabutops. Pflanze? Stein? Kann das sein? Pflanze, Stein? Ist das möglich? Ist das möglich? Was ist denn da sehr effektiv? Ah, nee, Wasser. Ah, Moment. Nee, ich guck da, also da gucke ich jetzt nicht, da bin ich dann selber schuld, wenn ich das nicht hinbekomme. Probieren wir es mal mit Rasaf. Komm. Probieren wir es mal mit Rasaf und einem Karateschlag. Weil vielleicht ist es ja wirklich. Nee, es kann doch nicht auch Wasserstein sein, oder doch? Aber ich glaube, Kabutops beherrscht auch die Attacke. Hydro-Pumpe. Ist es vielleicht sogar Wasserpflanze? Nein, das ist offenbar nicht. Dann scheint es Wasserstein zu sein. Ganz offensichtlich. Ebenso wie Amoroso, ne? Weil ist ja irgendwo ähnlich. Aber cooles Pokémon. Ist ja auch von vielen Favorit. Viele favorisieren ja Kabutops über Amoroso. Ich kann verstehen, warum. Also Kabutops an sich sieht geil aus. Hat coole Attacken drauf. Cooler Typ. Macht was her. Und Aerodactyl. Alles klar, ich verstehe die Intention dieses Coaches. Aerodactyl ist natürlich ein Steinflug-Pokémon. Da kommen wir jetzt nicht unbedingt weit mit Rasaf. Da könnten wir eigentlich Garados ruhig mal einsetzen. Komm, warum nicht? Setzen mal eine Runde Kaskade ein. Und dann ist das Ding auch schon wieder durch. Das sind auch geile Typenkombinationen, ne? Also da muss man schon immer zweimal nachdenken, was da genau effektiv ist. Ja, Flug, Stein, da kannst du mit Elektro schon mal nicht viel ausrichten. So, und der Steinhagel wiederum ist bei Garados natürlich sehr effektiv und haut ordentlich rein. Aber natürlich ist ja ganz klar, Kaskade, das macht das Ding kaputt, du. Da passiert gar nichts. Gute Arbeit, das gilt für uns beide. Ja, das gilt für uns beide. Das ist natürlich ganz klar. Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Hier, ich habe noch was für dich. 5 Sonderbonbons. Okay. Gibt es auch noch irgendwie ein anderes geiles Sonderbonbon? Weil ich benutze die nie. Da hätte ich mich über irgendeine coole TM mehr gefreut. Zum Beispiel eine TM mit Hydro-Pumpe. Das wäre schon cool gewesen. Aber, naja, ich kann verstehen, warum man da vielleicht sagt, nö. So, was haben wir hier Schönes? Kapsel, na wow, nee. Also, das ist nicht toll, das brauchen wir nicht. Und überall ploppen die Voltoball auf. Die Voltobälle. Und noch ein kleines Magnetido. Und hier ist wieder ein Sonderbonbon. Das heißt, wir haben jetzt 6 Sonderbonbons. Oh Gott, wo kommt das denn auf einmal her? Hallo, Slimog. Ja, also, ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Oh, das war wirklich haarscharf. Also das war ja auf der Linie. Da müsste man, ne, hier Videobeweis einführen. Aber es hat gereicht. 834 XP. Gibt's ein Level-Up? Nö. Rasaf ist knapp davor. Nidoking ist knapp davor. Es wird, also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Stand des Teams. Ich glaube, wenn die alle so Level 60 sind, wenn nicht sogar mehr, wenn wir aus der Siegesstraße rauskommen, dann sollte das ja locker reichen für die Top 4, oder? Ich glaube, so stark gelevelt war ich gar nicht. Also bei meinem allerersten Try. Ganz im Gegenteil, ich... Ah, guck mal, da gibt es ja wirklich noch diese kleinen Pokebälle.
Die liegen einfach mal verkehrt rum. Na, da weiß er schon, dass da gleich was aufploppen wird. Upsala. Ups. Kavum. Ach was, wie schön. Und wir können sogar dagegen kämpfen. Ah, das finde ich cool. Aber das finde ich wirklich nice. So, nichts geht über eine schöne Entwicklung und über einen schönen Flammenwurf. Ich hätte Schaufel einsetzen sollen. Ich glaube, Elektroball setzt lediglich eine Attacke ein. Und das ist Explosion. So wie immer. Aber vielleicht reicht es ja. Es reicht tatsächlich. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt versuchen, es zu fangen. Es ist ein winziges. Hoppst du jetzt auch ganz oft rum? Ja, tust du. Einfach fabelhaft, auch hier wieder auf der Linie. Das ist Maßarbeit, ja. Das ist einfach dann die Erfahrung. Und das bleibt nicht drin beim ersten Versuch. Warum denn nicht? Elektroball, mein Lieber. Komm schon. Es greift nochmal an, ja. Hä? Was war denn das jetzt? Ich meine nicht, dass es jetzt noch was ausmachen würde, aber... Das war ja verzogen, wie ein verzogenes Kind. Komm schon. Vielen, vielen Dank. Die Firma dankt. Elektroball wurde gefangen. Das erspart uns natürlich... Hui, 1444 Erfahrungspunkte. Halleluja, ey. Das erspart uns natürlich, einen Voltoball zu leveln. Ornidoking und Rasam und Pikachu so close vom Level-Up. Elektroball, das Ball-Pokémon. Es speichert elektrische Energie in seinem Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Ja, wir haben es ja nur gebraten. Ja, also wer eine Batterie in den Kamin schon mal reingeworfen hat, der weiß ganz genau Bescheid. Und hallo, was haben wir denn hier? Das geht ja richtig weiter hier, Mensch. So viele seltene Pokémon im Kraftwerk. Ein Electek. Auch das fehlt uns noch im Pokédex. Ich hatte ja damals angekündigt, nachdem wir die Top 4 besiegt haben, könnten wir eigentlich auf Pokémon fangen gehen. Auf Pokémon-Jagd. Aber wir finden jetzt schon so viele. Das gefällt mir. Ich glaube, wir müssen dann einfach noch ein paar entwickeln und ansonsten sieht's echt nicht schlecht aus, was den Pokédex anbelangt. Den füllen wir immer weiter. 908 Erfahrungspunkte. Krass. Flottbonbon 4, Flottbonbon plus plus 2 Stück. Und Level Up für Rasa von Nidoking. Sehr schön. Toll. Vielleicht können wir auch mal zwischen den Aufnahmen ein paar Bonbons raushauen, um mal unsere Pokémon ein bisschen zu steigern. Electek hat einen neuen Pokédex-Eintrag bekommen. Electek, das Elektro-Pokémon. Größere Stromausfälle sind fast immer darauf zurückzuführen, dass ein Electek den Strom eines Kraftwerks einfach gefressen hat. Ja gut, ich nehme mal an, das Kraftwerk ist dann nicht mehr in Betrieb. Hier sind ja auch keine Arbeiter mehr oder sowas. Von daher glaube ich, können wir uns hier ganz entspannt noch ein bisschen entlanghangeln und mal gucken, was es denn hier noch so Schönes zu entdecken gibt in der nächsten Folge.